Hallo und herzlich willkommen hier zu The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. In diesem Video werde ich eine der schönsten Partien des Jahres 2018 zeigen. Aus meiner Sicht zumindest eine der schönsten Partien des Jahres 2018. Sie wurde gespielt zwischen zwei jungen russischen Spielern, einem russischen Großmeister namens David Paravian. Und zum Zeitpunkt der Partie war er 20 Jahre alt. Sein Gegner, Savielly Golubow, war damals 18 Jahre alt. Keine super bekannten Namen, aber ich denke mal zumindest, dass Paravian eine große Karriere noch vor sich hat. Ist ein sehr talentierter junger russischer Spieler. Die Partie beginnt mit E4. Paravian hat Weiß. Und wie gesagt, aus meiner Sicht eine der schönsten Partien. Einfach zurücklehnen und genießen. E5, Springer F3, Springer F6. Das ist die sogenannte russische Verteidigung. Anstatt den Bauern auf E4 auf E5 zu decken mit Springer C6, den angegriffenen Bauern. Was am häufigsten gemacht wird, spielt Schwarz hier Springer F6. Diese Verteidigung gilt als sehr, sehr solide, weil Schwarz strebt so symmetrische Strukturen an, macht so ein bisschen nach, was der Weiße macht. Und die Stellungen sind häufig sehr, sehr übersichtlich. In dieser Partie aber werden wir sehen, wird Weiß ein taktisches Feuerwerk zum Besten geben. Springer schlägt E5. Schlicht den Bauern. So, jetzt sollte Schwarz erstmal D6 spielen, den Springer vertreiben aus dem Zentrum und dann den Bauern, den er geopfert hat, zurückholen. Weiß sollte jetzt hier einen Bauern ins Zentrum stellen, das ist der Hauptzug. Schwarz spielt D5, festigt erstmal den Springer auf E4. Jetzt entwickelt sich Weiß mit Läufer D3. Beide Seiten entwickeln sich, bringen den König in Sicherheit. Bis hierhin ist nicht viel passiert. So, jetzt kommt das hauptsächliche Motiv in der russischen Verteidigung, was Weiß anwendet. Er muss jetzt diesen Springer auf E4 unterminieren und das tut er, indem er jetzt C4 spielt. Greift den Bauern auf D5 an und dieser Bauer auf D5 ist ja der Bauer, der den Springer deckt. Also muss Schwarz den Bauern stützen. Hier gibt es verschiedene weitere Züge, um diese Unterminierungsstrategie fortzuführen. Logisch ist hier sowas wie Dame C2, den Springer angreifen oder auch Turm E1. Ist auch sehr logisch, das ist alles Theoriezüge. Paravian spielt aber den Zug Dame B3. Das ist ein bisschen seltener. Und eigentlich soll man ja die Dame nicht so früh ins Spiel bringen. Man soll ja erstmal die Leichtfiguren entwickeln. Der Zug hat aber seine Vorteile. Er greift den Bauern B7 an und greift auch den Bauern D5 an. Der Witz ist, weder der eine noch der andere Bauer hängen hier. Der Bauer D5 darf auf keinen Fall zweimal geschlagen werden, weil es würde dann so ein Abzug Läufer schlicht H2 folgen. Und die Dame deckt indirekt diesen Bauern auf D5. Allerdings erschwert dieser Zug so ein bisschen die schwarze Entwicklung. Denn wenn Schwarz zum Beispiel jetzt Springer D7 spielen würde, um den Springer zu entwickeln, dann würde der Bauer hängen. Und Weiß würde einen Bauern gewinnen. Deswegen zog der Schwarze hier D mal C4. Der Nachteil des Zuges ist, der Springer auf E4 ist nicht mehr gedeckt. Aber Weiß muss ja erstmal nehmen auf C4. Er nahm im Läufer. Springer D7, jetzt entwickelt er seinen Springer. Turm E1 greift den Springer an und jetzt Springer F6. So, jetzt decken sich diese Springer gegenseitig und Schwarz hat diesen Springer auf E4 wieder gestützt. Weiß muss jetzt langsam mal seinen Damenflügel entwickeln. Das tat er auch mit Springer BD2. Der Springer kommt ins Spiel und Weiß attackiert den Springer auf E4 ein weiteres Mal und ist jetzt für Schwarz nicht so einfach, diesen Springer weiter zu stützen. Deswegen tauscht er ab. Einmal. Springer D2. Weiß nimmt natürlich wieder mit Läufer D2. Jetzt folgte Dame B6. Greift die Dame auf B3 an. Was soll Weiß machen? Dame D3 ist hier ein sehr starker Zug. Nicht tauschen. Der Tausch ist harmlos aus weißer Sicht, beziehungsweise auch aus schwarzer Sicht. Denn in dieser Stellung hat Weiß einen schwachen Bauern auf D4, einen sogenannten Isolani. Schwarz hat auch einen Doppelbauern, aber der Doppelbauer am Damenflügel ist nicht so schlimm. Denn diese Struktur hier ist relativ kompakt. Zumal Schwarz auch mit B5 liebäugeln kann. Der Bauer auf D4 ist aber schwach und man sollte, wenn man solche schwachen Bauern im eigenen Lager hat, nicht unbedingt ins Endspiel übergehen. Und eine Stellung hat dann Endspielcharakter, wenn man die Damen tauscht. Zumal hier auch schon ein Springer getauscht wurde, das wäre schon fast schon ein Endspiel. Also Dame D3. Weiß lässt die Damen auf dem Brett und Schwarz begeht jetzt eine Ungenauigkeit. Zumindest geht er sehr hohes Risiko hier. Er krallt sich diesen Bauern auf B2. Und das Problem ist aber, er ist unterentwickelt. Der Läufer auf C8 spielt noch nicht mit.
und der Turm auf A8 auch noch nicht. Und Weiß kann jetzt versuchen, seinen Entwicklungsvorsprung zu nutzen, um anzugreifen. Das tut er auch. Mit Turm AB1 greift er erstmal die Dame an. Die Dame hat nur ein Feld, Dame A3. Bietet die Dame zum Tausch an. Was machen wir? Wir tauschen natürlich nicht. Die Dame ging zurück. Und wir sehen jetzt in dieser Stellung, da habe ich das schön eingefärbt, sechs weiße Figuren sind grün markiert. Warum? Weil sie alle im Spiel sind. Und bei Schwarz sind drei Figuren noch gar nicht im Spiel, während drei andere Figuren gelb markiert sind und naja, so halbwegs im Spiel sind. Aber die Dame auf A3 sieht natürlich nicht gut aus. Den Läufer auf C8 hätte ich vielleicht auch gelb machen sollen, denn als langschrittige Figur, na, nicht rot, sondern gelb, als langschrittige Figur wirkt natürlich auch schon auf dieser Diagonale. Also ich werde dem Läufer nicht unbedingt gerecht, wenn ich ihn rot markiere, aber trotzdem, Weiß hat Entwicklungsvorsprung. Und hier hätte Schwarz schon sehr, sehr genau spielen müssen. Es gab eine gute Fortsetzung hier für Schwarz, nämlich B5, das gibt der Computer an, Läufer B3 und Dame A6 zurück. Das ist ein bisschen komisch, da kommt ein Mensch nicht unbedingt drauf. Und ja, nicht wirklich Kritik an Golubow, dass er das nicht gesehen hat. Stattdessen spielt er wahrscheinlich auch nach langem Nachdenken Springer D5. Und das ist ein Fehler, wonach Weiß schon auf Gewinn steht. Warum ist das ein Fehler? Grundsätzlich ist es ein Fehler, weil Schwarz den einzigen Verteidiger des schwarzen Königs im Prinzip entfernt. Der Springer auf F6 ist immer eine sehr starke Verteidigungsfigur, deckt den Bauern H7 vor allen Dingen. Wir werden sehen, der Bauer H7 wird auch nochmal angegriffen gleich. Und dadurch hat der schwarze König kaum noch Unterstützung. Turm B3, ein typische Aktivierung des Turmes über die dritte Reihe, greift die Dame an und wir werden sehen, der Turm wirkt natürlich entlang der dritten Reihe. Die schwarze Dame hat kaum Felder, wo sie gehen kann, nur eins im Prinzip, das ist das hier. A4, das einzige Feld, was nicht von Weiß kontrolliert war. Jetzt folgte Läufer mal D5, das macht Sinn, erstmal diesen starken Springer entfernen und jetzt folgte der Angriffszug, auf den alle gewartet haben, Springer G5. Es droht Matt auf H7. Das hat Schwarz natürlich gesehen und abgewehrt mit G6. So, jetzt folgt aber der nächste Kracher, Springer mal H7. Weiß schlägt einfach diesen Bauern. Wie ist das möglich? Was passierte nach König H7? Ganz einfach. Es folgt Turm H3 Schach und die Dame auf A4 geht plötzlich verloren bei Schwarz. Wir sehen, diese Fesselung, in die sie sich begeben hat, die schwarze Dame, ist hier tödlich. Schwarz sah das natürlich und nahm nicht den Springer, sondern zog Läufer F5, greift die Dame an. Die Dame muss jetzt ziehen. Beziehungsweise es kam noch ein Zwischenzug, Springer F6 Schach erstmal. König G7 greift den Springer an. So, die Dame ist immer noch angegriffen, muss ziehen, oder? Läufer H6, Zwischenschach. Was geht hier ab? Ein kleines Meisterwerk, was der gute Baravian hier konstruiert hat. Greift den König an. Die offensichtliche Widerlegung nach König schlägt A6 ist die gleiche wie gerade, Turm A3 Schach und die Dame auf A4 geht flöten. Also muss der König den Springer nehmen. Hat er auch getan. Ist aber auch nicht viel besser. Jetzt kommt ein geiler Zug, ein richtig geiler Zug. Die weiße Dame ist angegriffen, aber die muss nicht ziehen. G4. Wo ist die Pointe? Die Pointe ist, dass nach Läufer schlägt C2 folgt Turm F3 Schach. Ein Läufer muss dazwischen und jetzt folgt G5 Matt. Das wäre natürlich ein geiles Matt gewesen. Das hat natürlich Golubow gesehen. Er ist ja kein schwacher Spieler, er ist ein internationaler Meister. Und zog stattdessen nach G4 einen sehr interessanten Verteidigungszug, nämlich Läufer F4. Opfer gegen Opfer. Er bietet den Läufer an, aber natürlich ist die weiße Dame immer noch angegriffen. Deswegen können wir jetzt nicht den Läufer nehmen. Und jetzt kam der Zug der Partie, der auch wirklich der einzige Zug ist, der die Partie entscheidet und auch aus ästhetischer Sicht einfach fantastisch ist. Dame C7. Was droht? Es droht Dame E7 Matt und der Läufer auf E4 hängt. Was passiert, wenn die Dame geschlagen wird? Das ist simpel. Es folgt G5 wieder mit Matt. Wir sehen, der König auf F6, ziemlich armseliger Zeitgenosse. Die weißen Figuren nehmen alle Felder weg und der Bauer auf G5 setzt den Matt. Tja, was machen wir? Er nahm den Läufer raus. Er nahm den Läufer raus. Jetzt müssen wir aufpassen mit Weiß, denn Schwarz droht König G7 und dann sich wieder zu verstecken. Also folgt Dame E5 Schach. Verhindert, dass der König nach hinten läuft. Der König muss nach vorne.
König E5. Und hier ist es schon nebenlösig. Jetzt hätte Paravian hier schon was wie Turm G3 machen können, aber er hat es gesehen. Er hat eine forcierte Zugfolge gewählt. Häufig ist es so, dass starke Spieler in gewonnenen Stellungen, wenn sie eine forcierte Zugfolge sehen, wo es für den Gegner keine Abweichungen gibt, dann nehmen sie die einfach, weil es dann halt hundertprozentig in die richtige Richtung läuft. H4 Schach greift den König an. Der König muss nehmen, den oder den einen oder den anderen Bauern. Es läuft das Gleiche hinaus. Turm H3 Schach, sehr schön. Wieder so eine Hinlenkung. Wenn jetzt der König hier nimmt, dann folgt natürlich Dame G3 Matt. Stattdessen ging der König 1 zurück, aber auch hier ist es bald matt. Dame E7 Schach und jetzt gab Schwarz auf, denn er wird matt gesetzt. F6 ist irgendwie der logische Verteidigungszug hier noch, aber dann folgt Dame E3 Schach, König schlicht G4 und dann Dame G3 Schachmatt. Eine wunderschöne Partie, wie ich finde. David Paravian, vielleicht sollte man sich diesen Namen merken, gegen Saveli Golubov aus dem Jahr 2018. Für mich eine der schönsten Partien des Jahres 2018. Ich hoffe, es hat euch gefallen, so sehr wie mir. Like das Video, abonniert den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf The Big Greek.